Ja, hallo liebe Leute, heute geht es wieder mal um das Thema Tauben an der Autobahn. Dazu hatte ich in den letzten Tagen ja schon zwei weitere Videos gepostet. Die habe ich in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ihr wollt, schaut da gerne mal rein. Ich möchte euch heute Videomaterial zeigen aus dem Jahr 2017. Videos, die ich auch bereits damals gepostet habe. Aber die aktuellen Vorkommnisse zeigen ganz deutlich auf, dass dieses Material immer noch top aktuell ist. Ich finde, das Videomaterial zeigt sehr deutlich, wie herzlos solche Menschen tatsächlich sein können, die solche Vergrämungseinrichtungen anbringen. Ich will nicht sagen, dass das auf alle zutrifft, das weiß ich nicht. Ob es wenige sind oder einige oder vielleicht sogar viele. Aber in dem Moment, wo bewusst Tieren Leid zugefügt wird, wo bewusst unsere deutschen Tierschutzgesetze wirklich regelrecht mit Füßen getreten werden, da muss es einfach einen Aufschrei geben. Da müssen wir auch diesen Leuten, die sicherlich ansonsten einer wichtigen Arbeit nachgehen und sicherlich auch ihre Arbeit sehr gewissenhaft verrichten, da muss man diesen Leuten sagen, sorry, das geht so nicht. Das, was ihr da tut, ist eine Straftat, es ist Tierquälerei, es ist moralisch und rechtlich absolut nicht zu vertreten. Gehen wir mal in das erste Video rein. Wir sehen hier eine Autobahnbrücke. Oberhalb verläuft die A59. Man sieht einen kleinen Spalt unterhalb der Brücke, in dieser Hohlraum, wo das Widerlager ist. Und auch dafür ist natürlich die entsprechende Institution, die sich um die Autobahn kümmern muss, zuständig. Das heißt, wenn unterhalb dieser Autobahn irgendwas gemacht werden muss, ist da auch jetzt im heutigen Fall die Autobahn GmbH zuständig, damals der Landesbetrieb Straßenbau NRW. Diese Hohlräume sind dicht gemacht worden und man hat dabei nicht alle Tauben rausbekommen, sondern es sind noch einige Jungtiere dort drin. Die Eltern wollen zu ihren Jungtieren, kommen aber nicht an sie ran. Die Jungtiere warten auf Futter von den Eltern, aber die können sie nicht mehr füttern oder nur noch dann, wenn die Jungtiere alt genug sind, um zum Gitter zu laufen. Aber langfristig werden diese Tiere dort hinter dem Gitter sterben. Das ist mir gemeldet worden von einem Spaziergänger, der sehr entsetzt war. Dieser Brückenbereich ist an vielen Stellen wirklich sehr, sehr schwer zugänglich und dass man die Tauben da ohne weiteres nicht rausbekommt, das kann ich absolut nachvollziehen. Da sieht man jetzt, glaube ich, ganz, ja, man sieht es nicht deutlich, aber wenn man genau hinschaut und weiß, was da eine Taube sein könnte, dann sieht man da mindestens, und glaubt es mir einfach, wenn ihr es selber nicht seht, sechs Tauben. Also sechs Tauben waren da zu sehen. Es sind insgesamt noch ein paar mehr gewesen, die dahinter eingesperrt waren. So, jetzt habe ich die Leute auf frischer Tat dabei ertappt. Eigentlich wollte ich jetzt selber da hingehen und die Tauben rausholen und habe dann ein paar Leute von der Autobahnmeisterei dabei erwischt. Macht ihr das auch oder zu? Macht ihr das auch oder zu? Könnt ihr direkt wieder aufmachen, weil ich jetzt Veterinäramt anrufe. Da sitzen überall Tauben hinter. Hinten in dem Hohlraum, wie kommen die denn noch raus? Wie kriege ich sie raus? Wie kommen die raus? Wie kriege ich sie raus? Ja. Haben Sie eine Lösung für mich? Ja, aber, also, hallo, ihr macht das doch. Nein, nein, nein. Wie kriege ich sie raus? Ihr macht das doch hauptberuflich, oder? Nein. Ihr macht das nicht hauptberuflich, ist ehrenamtlich oder was? Nein. Sondern? Ich arbeite auf der Autobahnmeisterei da oben drauf. Ja. Das ist unser Widerlager, da schützen wir gerade vor Tauben, weil sich die Stadt Düsseldorf bei uns beschwert. Ich mach das eben zu. Ich mach's wir wieder auf. Haben, wir haben, ich mach's wieder auf. Ohne Scheiß. Ich mach das heute Abend wieder auf. Wir haben bis vorhin die Dinger versucht rauszuholen. Ja. Geht nicht. Wir haben bis vorhin versucht, die Dinger da rauszuholen. Gut, jetzt kann man sich darüber streiten, ob das schon die Gesinnung dieses Menschen zeigt. Also mir persönlich würde es sowas von fern liegen, Tiere als Dinger zu bezeichnen. Das ist eine Straftat. Die Tiere sterben dahinter qualvoll. Die verhungern und verdursten. Das tut mir für die Tiere echt leid. Ja, aber das dürft ihr nicht. Ihr dürft das nicht. Wer schützt uns vor dem Dreck, der da oben ist? Das heißt, nein, 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 Ja, ich weiß. nein, nein. Ja. Wir sind hier in einem fürchterlichen Zwiespalt. Es gibt Ja. Menschen von uns, die Ja. da oben regelmäßig ran müssen, um Ja. etwas zu prüfen. Genau. Monsterabhängig in dieser Scheiße? Hm? Wir haben das Problem, wir müssen sie rauskriegen. Ich habe keine Lösung dafür. Ich habe Hm? keine Idee dafür. Hm? Gut. Ich Also. bin auch nicht der Tierschutz. Für mich ist das eine Ratte der Luft. Wir haben das Problem, wir müssen die da rauskriegen. Ich habe keine Lösung dafür. Das hat er wortwörtlich gesagt und er hat die Tiere als Ratten der Lüfte bezeichnet. Okay, das hängt mir sowas von zum Hals raus, denn dieser Spruch Ratten der Lüfte, das ist immer so das Erste, was von Leuten, die Tauben eigentlich scheiße finden, so rausgekramt wird. Das ist einfach dummer, nachgeplapperter Scheiß. Anders kann ich es nicht bezeichnen. Also wenn jemand nicht mehr Argumente hat, als zu sagen Ratten der Lüfte,
dann tut mir das herzlich leid, dann weiß ich auch, wo diese Gesinnung der Leute anzusiedeln ist. Ne? Der hat kein Problem damit, mit dem, was er da oben tut, dass er dort Tiere einsperrt. Klar, er würde sie am liebsten alle rausjagen, weil er sagt ja, die müssen da auch mal arbeiten. Und es ist sicherlich auch nicht schön, da zu arbeiten, wenn in dem ganzen alten Taubenkot auch noch lauter tote Tauben drin liegen, die er selber da fabriziert hat. Ne? Deswegen denke ich schon, dass er die Motivation hatte, dort alle rauszubekommen. Er hat es aber nicht geschafft und er hat ganz klar gesagt, er hat keine Idee, wie er das machen soll. Ja, aber sorry, dann darf er diesem Job auch nicht nachgehen. Und da muss man von Seiten der zuständigen Stellen sich Leute holen, die das können. Das ist ja auch, ich sag mal, von eurem Auftraggeber oder von eurem Arbeitgeber ist das ja auch echt ein Witz, dass die euch einfach sagen, macht mal, ne? Und sich selber über den rechtlichen Hintergrund nicht informieren. Natürlich sind den meisten Leuten Tauben scheißegal. Ändert aber nichts daran, dass das Wirbeltiere sind und genauso dem Tierschutzgesetz unterliegen, wie jedes andere Tier auch. Ja, ich denke mal, die Aussagen des Mannes, die zeigen ganz klar, dass er von dem, was er da gerade in diesem Moment tut, überhaupt keine Ahnung hat. Woher soll er die auch haben? Die Leute werden diesbezüglich nicht geschult. Ich will nicht sagen, er hat keine Ahnung, wie man die Gitter anbringt. Ich denke mal, das weiß er. Das wird er sicherlich nach entsprechenden Vorgaben machen. Aber wie mit den Tieren da umzugehen ist, da hat er weder Ahnung vom Tierschutzgesetz, noch von den Tauben, noch davon, wie er diese Tauben denn rein technisch überhaupt da rauskriegen kann. Die Konsequenz daraus, die Tiere dann einfach dahinter einzusperren und verrecken zu lassen, die ist so dumm wie moralisch verwerflich und wie auch rechtlich absolut nicht vertretbar. Das ist jetzt eine Mutter, die füttert ihr Kleines durchs Gitter. Das sind zwei Kleine. So, da sieht man es ganz deutlich. Also die Mutter oder der Vater, je nachdem, sitzt draußen am Gitter und die Kleinen sind alt genug, dass sie zum Gitter kommen können. Das heißt, die würden da wochenlang noch hinteraushalten, solange die Eltern die füttern. Irgendwann hören die natürlich auf, die Kleinen zu füttern, weil dann einfach die Zeit vorbei ist. Und langfristig gesehen werden die Tiere da einen ganz langsamen, qualvollen Tod sterben. So, nachdem ich den Leuten klargemacht hatte, dass das Ganze so von meiner Seite aus in keiner Weise akzeptiert wird und dass ich die Gitter sowieso wieder aufmache, haben sie das Gitter dann auch wieder aufgemacht. So, jetzt kann man da sehen, da ist schon die erste Taube sofort rausgeflogen, eine erwachsene Taube, die dahinter längere Zeit eingesperrt war. Und die nächste Taube, die fliegt sofort rein. Das ist ein Elterntier, das zu seinen Jungtieren möchte. Am Ende war es natürlich so, dass ich derjenige war, der die Tauben dort tierschutzgerecht rausgeholt hat. Und ich habe zwar meine Kontaktdaten der zuständigen Autobahnmeisterei zukommen lassen und habe auch meine Hilfe für zukünftige Projekte angeboten. Ihr könnt euch vorstellen, wie viele Anfragen seitdem von dieser Autobahnmeisterei kamen. Null. Natürlich habe ich das dem Veterinäramt gemeldet. Ich habe dem meine Fotos und Videos zukommen lassen. Was daraus geworden ist, kann ich nicht sagen, denn ich kriege vom Veterinäramt in solchen Fällen keine Rückmeldung. Warum zeige ich euch Videomaterial aus dem Jahr 2017? Es ist natürlich so, dass man gar nicht so oft die Möglichkeit hat, die Leute, die sowas machen, ja, auf frischer Tat zu ertappen. Das ist mir bisher auch noch nicht oft gelungen. Diese Menschen arbeiten im weitesten Sinne, zumindest zu diesem Zeitpunkt, mit Tieren. Aber sie haben keinen blassen Schimmer davon, wie sich eine Taube verhält, wie man sie am besten tierschutzgerecht dort rausbekommen könnte und wie man beispielsweise eine Jungtaube von einer erwachsenen Taube unterscheidet, ob man vielleicht sich dabei strafbar macht, wenn man einfach so ein Taubennest nimmt mit zwei kleinen gelben Küken drin, die vielleicht noch nicht mal die Augen aufhaben und setzt die einfach in die nächste Wiese. All das wissen diese Leute nicht. Die haben von dem, was sie tun, keinen blassen Schimmer. Zu deren Verteidigung muss ich natürlich sagen, die haben natürlich jemanden über sich sitzen, der denen gesagt hat, mach das. Deswegen weiß ich, dass die sich in einem gewissen Dilemma befinden. Das rechtfertigt aber nicht das, was den Tauben dort letzten Endes angetan wird. Rechtlich nicht und moralisch nicht. Das ist ebenfalls ein Einsatz aus dem Jahr 2017. Es ist wieder die A59 im Düsseldorfer Süden, aber ein anderes Teilstück. Und hier ist ein Spaziergänger unterhalb der A59 durchgegangen, hat nach oben geschaut und hat gesehen, dass eine erwachsene Taube immer wieder zu einer Lampe fliegt und dort scheinbar Jungtiere füttert. Diese Lampe war aber von allen Seiten eingegittert. Er konnte sich das überhaupt nicht erklären, wie die Kleinen da reingekommen sind, hat glücklicherweise die richtigen Schlüsse gezogen und hat uns dann informiert. Okay, da sind zwei drin. Ja? Ja. Ja, die sind auch vorher schon gesehen worden. Also, das ist jetzt nicht so, dass wir auf Verdacht hier sind. Soll ich jetzt irgendwo hinfahren? Wo willst du es haben? Wenn du noch ein Ja? Stück rüberfährst. Rüber.
So, und jetzt hoch. Noch ein Stück. Und dann müssen wir kurz mal die Position wechseln. Okay, stopp. Jetzt machen wir erstmal Foto. Die sind ja schon groß. Ja, ja, eben. Guck mal, die müssen das gemacht haben. Die müssen das gemacht haben, als die da drauf saßen. Weil, guck mal, wenn du hier das Gitter drum machst, die legen ja, die Tauben legen ja nicht die Eier durchs Gitter durch. Also das ist ja völliger Schwachsinn. Das heißt, die Küken haben hier auf dem Nest gesessen, ja, richtig, und die haben das Gitter drumherum gebaut und haben gesagt, scheiß drauf. Ja, muss ja, weißt du, wie asozial sein. Das ist? Ja. Muss ich jetzt dazu sagen, wir haben hier keine Leute auf frischer Tat ertappt, aber die Arbeit von den Menschen, die das gemacht haben, die zeigt ganz deutlich deren Gesinnung. Also hier möchte ich auch in keiner Weise irgendwie noch eine gewisse Form von Verständnis zeigen, weil die Leute vielleicht Druck von oben hatten oder entsprechende Aufgabenstellung, dass sie genau das, was wir gleich sehen, machen sollten. Das kann ich mir in keiner Weise vorstellen. Das wird letzten Endes die Tat von ein oder zwei Leuten gewesen sein. Mehr als zwei Leute arbeiten auf so einem Steiger ohnehin nicht. Ja, also es werden ein oder zwei Leute gewesen sein, die sich dazu entschlossen haben, das zu tun. Und diese Leute werden entweder von Straßen NRW direkt gewesen sein, also von der Autobahnmeisterei, oder aber von einer Baufirma, die den Auftrag dazu bekommen hat. Wären die Küken noch klein und gelb gewesen, gerade erst gestüpft, hätten die Augen noch zugehabt und hätten sich noch nicht selbst bewegen können, dann wären die da einfach verhungert. Dann hätten wir da jetzt zwei tote Küken gefunden und hätten so gesehen auch nichts nachweisen können. Also klar, natürlich, man hätte die toten Küken gehabt, aber man hätte natürlich auch von Seiten der Täter sagen können, dass die vorher schon da tot gelegen haben und wir haben nur die Toten nicht weggeräumt. Aber da lebende Tiere dahinter waren, ist es ja ganz klar, dass die Tiere vorher gelebt haben, die haben hinterher gelebt und die Taube hat ja nicht ihre Eier durchs Gitter gelegt. Also die waren einfach schon alt genug, dass sie sich bewegen konnten und sonst hätten die Eltern die nicht versorgen können, sonst wären die tot gewesen. Also wir haben jetzt das vordere Gitter abgeschnitten. Die Eltern haben hier verzweifelt versucht, die Kleinen zu füttern. Das hat natürlich nicht funktioniert oder zumindest nicht richtig. Die Kröpfe waren zwar voll, das heißt, die konnten sie durchs Gitter füttern. Das geht aber auch nur deshalb, weil die Kleinen mittlerweile so groß waren, dass sie vorne zum Gitter laufen konnten. Wären das noch ganz kleine Tauben gewesen, wären die da sofort verhungert. So ist es so, dass sie definitiv oben gestorben wären, weil es keinen Weg raus gab. Also ich weiß nicht, wie man so herzlos sein kann, um die Tiere drumherum so ein Gitter aufzubauen. Und dafür fehlt mir jedes Verständnis und das Ganze wird definitiv zur Anzeige gebracht. Die Eltern sind relativ schnell wieder zu ihren Jungtieren reingeflogen und der Einsatz war für uns dann erstmal abgeschlossen. Von dem Melder haben wir dann die nächsten Tage erfahren, dass sich da nichts geändert hat. Wir hatten ihn also darum gebeten, dass er öfter nochmal nachschaut, wenn er da vorbeikommt, ob alles beim Alten ist. Und ich bin auch ab und zu mal in der Gegend gewesen und habe auch nochmal geschaut. Wie beim Einsatz erwähnt, habe ich natürlich Anzeige erstattet. Leider ist die Anzeige eingestellt worden von Seiten der Staatsanwaltschaft. Ob das jetzt mangels öffentlichen Interesses war oder weil man die Täter nicht ermitteln konnte, das weiß ich nicht mehr genau. Es wurde auf jeden Fall eingestellt. Das heißt, diejenigen, die es zu verantworten hatten, sind nicht zur Rechenschaft gezogen worden. Die werden natürlich weiterhin in dem Bereich gearbeitet haben und vielleicht noch bis heute arbeiten. Und ich sehe überhaupt gar keinen Grund, warum diese Leute jetzt anders arbeiten sollten. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auf das Konto dieser Leute noch etliche Tauben gegangen sind in den letzten Jahren. Und dieses Video, dieser Einsatz hat einfach ganz deutlich gezeigt, wie so Leute, die für solche Arbeiten zuständig sind, einfach drauf sein können. Ich will nicht sagen, dass das alle sind, aber es sind sicherlich einige, die so arbeiten. Und die Tatsache, dass bei so vielen Vergrämungsmaßnahmen immer wieder Tauben gewaltsam aus den Bereichen entfernt werden oder hinter Gittern oder Plexiglasplatten eingesperrt werden und dass immer wieder Nester einfach entfernt werden und dann, wenn wir kommen, einfach in Bereichen, wo vorher vielleicht 50 oder mehr Tauben gelebt haben, nicht ein einziges Küken mehr zu finden ist und wenn man die Leute dann darauf anspricht, sie sagen, da wären keine Nester gewesen. Es ist einfach unglaubwürdig, es ist einfach nicht vertretbar, wie da mit den Tauben umgegangen wird und dieser Fall zeigt einfach ganz deutlich, wie herzlos solche Menschen sein können.